Der Kampf der Kurden gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in der Grenzstadt Kobane belastet zunehmend den inneren Frieden in der Türkei. Auch gestern gingen im Südosten des Landes wieder Kurden auf die Straße und demonstrierten für mehr militärische Unterstützung aus Ankara. Heute hält sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg zu Gesprächen in der Türkei auf. Das Parlament in Ankara hatte unlängst zwar einen möglichen Militäreinsatz in Syrien und dem Irak gebilligt, die Regierung hat aber noch keine Intervention angeordnet. Der Taksim-Platz in Istanbul am Abend. Überall sind Polizisten zu sehen, kontrollieren weiträumig auch in Zivil. Die Lage angespannt, aber ruhig. Hier war es in den letzten Tagen immer wieder zu gewaltsamen Demonstrationen gekommen. Seit Tagen protestieren Kurden gegen die türkische Regierung. Der Vorwurf, die Türkei tue zu wenig gegen die radikale Miliz des Islamischen Staates und lasse die kurdischen Kämpfer im Grenzgebiet allein. Bei den Demonstrationen gibt es Tote und Verwundete. Unterstützer der Islamisten und Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei liefern sich blutige Kämpfe. In Diyarbakir wird der Ausnahmezustand verlängert. Unterdessen wird in Kobane weiter gekämpft um jeden Straßenzug. Noch immer weht die schwarze Fahne des sogenannten Islamischen Staates über den Häusern, trotz der Luftangriffe der Internationalen Allianz. Ob sie erfolgreich sind und ob der IS geschwächt ist, bleibt unklar. Den kurdischen Verteidigern fehlen Waffen und Unterstützung. Die könnte die türkische Armee liefern. Doch deren Panzer sind zwar aufmarschiert, unternehmen aber nichts. Denn die Kurden sollen nicht gestärkt werden. Inzwischen beobachten die Kurden auf der türkischen Seite der Grenze verzweifelt, wie ihre Landsleute auf der anderen Seite weiter in schwere Kämpfe verstrickt sind.